Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Bus Simulator 16. Mein Name ist Gardos, übrigens angeblendet. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, hier haben wir wieder so eine Straße, die ist irgendwie scheiße. Da kommen wir irgendwie nicht rein und raus, weil immer so viel Verkehr ist. Letztes Mal hatten wir einen kleinen Unfall. Ich habe den Bus daraufhin zurückgesetzt und ihr seht, das ist schon ein kleines Ding der Unmöglichkeit hier. Kann man nur hoffen, dass jetzt im vorlaufenden Verkehr irgendwann eine Ampel da oben rot wird. So wie jetzt offenbar. Aber auch nicht, da kommt ja schon wieder der nächste an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wir sollten uns für unsere Test- und Trickstrecken, ich hatte das ja in der letzten Folge mal so ein bisschen angesprochen, wie ich gedenke, das alles mal so ein bisschen zu testen hier. Sollen wir uns merken, dass wir hier oben nicht unterwegs sein wollen. So. Nächster Halt, Theresienstraße. Und das ist echt, das ist nie schön hier. Vor allem, wenn man so ein langes Ding hat. Oh, da ist ein Tierladen mit meinen Bärenpfoten drauf, siehst du? Deswegen habe ich auch das Logo. Aber Critter ist auch Kleintiere, ne? Meine ich. Also in WoW gab es ja diese ganzen... Ich brauche Äpfel, Orangen, Brot, Karotten und Marmelade fürs Frühstück. Das war's. Moment, ich glaube, irgendwas fehlt. Brot! Brot fehlt! Oh, nur nix wie weg aus diesem Stadtteil hier. Was ist denn daran witzig? Da fehlt wirklich Brot. Lach nicht. Da lacht er sie wieder kaputt. Ja, funktioniert doch. Lange genug hupen, dann geht auch die Ampel auf grün. Jetzt haben wir, glaube ich, Leute gefragt, was da so schnackt, wenn ich da, ne? Das ist das Pedal. Ich lasse ja immer das Pedal schnacken. Ich habe ja dann Lenkrad plus Pedale hier bei meinem G27. Und ist halt so robust verarbeitet, dass das dem Teil halt nichts ausmacht. Theresienstraße. Ja, und durch diese erste Mission... Ich gucke gerade auf die Fahrkarten. Durch diese erste Funktion... durch diese erste Mission im freien Spiel offenbar, erreichen wir genau den Test, den wir haben wollten. Denn, beziehungsweise ich habe, oder das Ziel, was wir haben wollten, plus Bonus. Also ich wollte ja, dass wir ohnehin relativ lange Strecken haben, die wir mit vielen Fahrern besetzen. Tja, und jetzt kriegen wir auch noch 100.000 Euro dafür, dass wir das tun und können uns endlich den dicken MAN kaufen. Diese Story, die kenne ich mir immer wieder an. Ja, natürlich. Oh, was ist heutzutage nur mit den Leuten los? Können sie nicht einfach den ganzen Tag Fernsehserien anglotzen und Pizza essen wie normale Leute? Ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass es genauso ist halt. Naja. So, mindestens 10 Stationen war die Aufgabe. Mindestens unter 19 Minuten. Haben wir so gerade hingekriegt. Nächster Halt, Kirchengasse. Da müssen wir einen zweiten Fahrer draufsetzen. Wir brauchen also für diese Strecke zwei Fahrer. Wir haben ohnehin einen Fahrermangel, aber... Da wir ja pro Woche 50.000 verdienen, könnten wir jetzt eigentlich, wie gesagt, ich könnte mal diesen Kurzstreckentrick machen, aber... Jetzt hat mich gerade wieder der Ehrgeiz gepackt. Jetzt will ich das natürlich erstmal hier wieder auf normalem Wege machen. So, also ganz viel falsch habe ich nicht gemacht, aber es ist halt ein einfaches Spiel. Es ist halt nicht der Omsi, ne? Und den werde ich auch mal rauskramen. Oh Gott, da muss ich wieder hier
mit der Kasse und dieses Rollband einstellen und so. Nächster Halt, Konzerthalle. Ach Gott, das weiß ich doch jetzt gar nicht mehr. Wie soll das denn gehen? So, da geht's wieder in den nächsten Stadtteil hier raus aus der versifften Bude. Rote Ampel ist irgendwie auch hier Dauer. Es ist ein Dauereinsatz hier, ne? Das ist irgendwie ein bisschen nervig gerade. Hallo. Eben hat das mit dem Hub-Trick ja noch funktioniert, aber irgendwie hat sich das Spiel jetzt anders überlegt und jetzt funktioniert das nicht mehr mit dem. Alter Schwede. Was ist denn das für eine Rotphase? Ist das denn die Möglichkeit? Bitte drücken Sie den Knopf für einen Haltewunsch erst, nachdem der nächste Halt angekündigt wurde. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, draußen an den Empfangsgeräten, die nachfolgenden Sendungen verschieben Sie um circa 7 Minuten. Was ist denn los hier? Hallo? Da. Was ist denn das für eine Ampel? Ist sie kaputt oder was? Ich sehe auch keine Schaltung. Also das, die anderen Ampeln jetzt schalten irgendwie. Da laufen immer noch die Fußgänger rüber. Irgendwas ist hier kaputt. Und dann müssen wir noch ganz hier runterfahren. Kann doch alles nicht sein. Jetzt! Oh, Leute! Was war denn das für eine Rotphase? Müssen wir jetzt immer auf der freien Strecke wieder rausholen, wie es so schön heißt. Junge, Junge, Junge. Jetzt heißt also für alle Mitreisenden mal eben die Kotztüten rausgeholt. Der Garderol gibt Gas. Und wir haben noch 2 Minuten und 4 Sekunden bis zur nächsten Haltestelle. Das haben wir trotz Rotphase geschafft. Das wundert mich jetzt aber gerade. Das wundert mich aber jetzt gerade so ein wenig. Hätte jetzt gemeint, das wäre doch etwas knapp geworden. So kann man sich irren. Ich muss ja auch nochmal anmerken. Was ich ganz lustig finde, ist. Konzerthalle, Graben. Ist ja sehr nett. Es gibt ja so viele Leute, die dann auch sagen wollen, wie das funktioniert und wie das mit den Regeln ist und so weiter. Und warum ist das lustig? Es gibt halt dann irgendwie
häufiger mal zu drei Verkehrssituationen oder so oder drei Betriebssituationen mit dem Bus halt fünf verschiedene Meinungen, wie das nun richtig ist. Das ist, hilft mir natürlich dann auch nicht so weiter. Da kann ich mir höchstens... Fischerweg. Kann ich mir höchstens raussuchen, welche Variante sozusagen davon am meisten genannt wurde. Und ja, die am meisten genannt wurde, dann ist es dann, aber ja. Das kann es ja auch nicht sein. Scheint also da auch gewisse Diskrepanzen zu geben. Und dann soll ich als Let's Player dann noch an erster Stelle wissen, wie es dann wirklich richtig ist. Also bitte. Ein bisschen mehr Liebe für Let's Player. Gab neulich auch in der GameStar einen schönen Bericht dazu. Wie gut muss eigentlich ein Let's Player in dem Spiel wirklich sein? Und ich glaube eigentlich eher so... Also im Wesentlichen soll es eigentlich um die Person gehen, die Let's Played und die Geschichte, die er zu erzählen hat, sowie... Die Unterhaltung und die Einschätzung, die er zu dem Spiel hat, unabhängig davon, wie gut der oder wie schlecht der im Spiel ist. Zum Beispiel im LS13, als ich da richtig mit durchgestartet bin, war ich ja auch nicht richtig gut. Das hat die Leute unterhalten. Und dann ging es halt los mit Cosplay und so. Das war relativ einzigartig, dass sich jemand da wirklich so intensiv dann auch das dem gewidmet hat und gezeigt hat und so. Wo ich dann wieder ganz vorne war im Wissen. Das kann ja auch Leute attestieren mir ja häufig eine steile Lernkurve. Und ich glaube, beim GameStar-Beispiel war es jemand, der hat das neue Doom gespielt und hat sich da... Na komm schon. Hat sich da ein bisschen ungeschickt angestellt. Oh, da habe ich aber sehr brutal gebremst gerade wieder. Ich komme immer auf den falschen Knopf, das ist ein bisschen blöd. Neue Straße, Ost. Und mir ist ehrlich gesagt da noch nicht ganz klar... Inwieweit wir... Ich habe es nicht gesehen. Ja, inwieweit wir da Abzüge bekommen oder so. Für die roten Meldungen. Ich muss jetzt nach Hause. Habt ihr da eine Idee? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Das wird bestimmt schon mal irgendwo erklärt. Ich hab's nur wieder übersehen. So. Oh, das ist die Dame mit dem kurzen Röckchen wieder. Die hebt auch schon das eine Bein an. Also ich bin mir nicht sicher, was uns das Spiel damit sagen will. Ich wollte übrigens auch mal schauen gerade, ob die Mülleimer denn auch so ordnungsgemäß stabil befestigt sind. Bist du sicher, das ist der richtige Bus? Ja. Die Karten-App auf meinem Telefon meint, mit dem Bus haben wir die kürzeste Strecke. Das ist übel. Nächster Halt. Aha, da ist jetzt die Meldung überarbeitet worden. Wir haben einen verspäteten Passagier übersehen. Das ist das, was ich, glaube ich, im ersten oder zweiten Video schon gesagt habe. Leute, die da noch angerannt kommen und scheiße, ich hätte den Bus fast verpasst, wo der freundliche Busfahrer, also nicht ich, dann anhält und dann nochmal Türen aufmacht und so und den noch mitnimmt. Das ist halt freundlicher Service. Und das haben wir natürlich nicht, so kennt ihr mich ja. Also wir fahren weiter, wir haben einen Zeitplan einzuhalten. Neue Straße West. Und ja, wir sind auch gleich schon da. Sehr gut. Da. Da. Entschuldigung. Manchmal bin ich stärker. Jetzt eigentlich keinen Unfall mehr bauen und dann können wir die Strecke so lassen. Nächster Halt, neue Straße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus... Hat's euch auch gerade so gekribbelt in den Augen, als der Typ da an den Zebrastreifen hier hinanstapfte und...
Ja, wie diese Fahrt ausgegangen ist und ob wir die Mission jetzt schon erfüllt haben. Nee, können wir ja nicht, ne? Aber das Ergebnis der Fahrt seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, bis dann, bis zum Schauen, auf Wiedersehen. Tschüss. Und lasst gerne einen Kommentar da und Daumen und schaut in den Sinneplan.tv.de und Abo da lassen, ne? Tschüss.